etwa 20 Meter aus spitzem Winkel Paul Breitner. Hoeneß, der Kopfballspezialist, und vorbei. Aber man merkte, dass seine zwei Tore gegen Dortmund vom Samstag ihm neues Selbstvertrauen gegeben hatten. Ein Blick auf die rumänische Bank. Und die Bayern weiter dominieren. Die Rumänen, sie kamen kaum einmal gefährlich vor das Tor von Manfred Müller. Ihre Angriffe frühzeitig gestört, abgefangen. Ein Fehlpass und die Möglichkeit für die Bayern zum Kontern. Breitner, Dremmler. Und Achtung, Rummenigge nicht im Abseits. Und ein Zusammenprall mit Torwart Boldici. Wir haben es vorhin in Kaiserslautern gehört, Jupp Derwall geschockt und das mit Recht. Minute, Dürnberger. Wieder Dremmler. Und Boldici wehrt ab zur Ecke. Die Szene ungeschnitten, der Eckball von Dremmler. Dieter Hoeneß per Kopf. 1:0 für den FC Bayern in der 21. Spielminute. Und Dieter Hoeneß wurde seinem Ruf als Mr. Europapokal wieder einmal gerecht. Sein 6. Tor bereits. Die 32. Minute. Zunächst einmal abgewehrt, aber zu kurz. Und dann ist Georgiou da. Und ein prachtvolles, ein sehenswertes Tor in der 32. Minute. Und plötzlich stand es 1:1. Wie gesagt, das ist Sirtu. Kamaturu, der Mittelstürmer, angeblich gefährlich. Heute haben wir nicht viel von ihm gesehen. Und die Möglichkeit, Sirtu. Und dann noch Balacci, der Fußballer des Jahres. Und Torhüter Manfred Müller. Vielleicht hätte er doch einmal gelb zeigen sollen. Nach der Pause hatten die Bayern, jetzt von links nach rechts, nur noch 4 Möglichkeiten. Hier die erste. Augenthaler und Boldici. Ein guter Rückhalt seiner Mannschaft. Und die nächste Möglichkeit. Kraus, er konnte seiner Mannschaft nicht die notwendigen Impulse geben. Wieder Augenthaler. Da fehlte nicht viel. Das Spiel sieht im Zusammenschnitt wesentlich besser aus, als es im Münchner Olympiastadion war. So Zusammenschnitte auf 10 Minuten, die täuschen ja. 3 Minuten hätten vielleicht auch gereicht, um die Höhepunkte dieses Spiels zu zeigen. Wieder die Bayern, wieder Kraus. Niedermeier. Und Dieter Hoeneß. Und wieder einmal Boldici, der Torhüter von Krajina. Eine Großchance in der zweiten, hier in dieser Szene. Irimescu hineingewechselt, völlig frei. Und sehen Sie selbst, was er macht. Müller hat keine Mühe, diesen Roller aufzunehmen. Niedermeier. Hoeneß. Und dann noch einmal eine große Möglichkeit für Mati kurz vor Schluss. Es blieb beim 1:1. Wunschgegner des FC Bayern ist jetzt der RSC Anderlecht. Dort ist allerdings sicherlich eine bessere Leistung vonnöten als die von heute. Wir wollen Ihnen weitere Bilder aus dieser miserablen zweiten Halbzeit ersparen. Es blieb beim 1:1 und damit zurück zu Wolfram Esser.